Einen wunderschönen guten Morgen an euch da draußen. Ja, Freunde, wir haben heute Freitag, den 29. und wir haben es 8:25 Uhr. Ich mache mich auf die gefährliche Jagd nach einem freilaufenden, ganz seltenen Teil. Nämlich, ich habe gehört, in einem lokalen Mediamarkt soll das SNES Classic Mini heute gesichtet worden sein. Um 9 Uhr geht die Jagd los und schauen wir mal, ob ich eine erbeuten kann und wie der Ansturm ist. Ja, ich bin eigentlich recht tiefenentspannt, weil meine vorbestellte SNES Classic Mini von Amazon kommt heute. Und ich habe hier nochmal 2 Stück vorbestellt. Was mit denen genau ist, seht ihr dann in meinem Neuzugänge-Video. Da werde ich noch ein bisschen Luft ablassen, was mich momentan so ein bisschen an der Gaming-Szene nervt. Und ja, so, dann würde ich sagen, auf ins Gefecht und lass mal schauen, was da so auf uns zujommt, ne? So, Freunde der Nacht, ja, wie gesagt, ich bin dann mal so raus hier und auf ins Ja, Auto. Freunde, kann ich den Hype ums SNES Classic Mini verstehen? Irgendwie ja und irgendwie nein, aus dem einfachen Grund. Ja, es ist dieses Mal etwas drauf, was es sammelbar macht oder sammelswert macht, nämlich Star Fox 2. Aber schlussendlich ist es ja nichts anderes als ein Emulator und dieser Emulator, also sprich die Platine, ist eigentlich genau dieselbe wie schon beim NES, also beim NES Classic Mini. Wow, morgens Video drehen, das ist echt der Hammer für mich. Und ja, also wie gesagt, ich kann es auf der einen Seite verstehen, aber Nintendo hat uns ja auch versichert, dass sie irgendwie mehr dieses Mal produzieren und deshalb an euch da draußen: Lasst euch bitte nicht verarschen von irgendwelchen eBay Seller Moons, weil sie irgendwie jetzt 5 Stück gekauft haben und das Ding irgendwie bei eBay für 200 oder irgendwie 150 bis 250 Euro anbieten. Jeder soll eine bekommen und wenn es halt nicht heute am 29.09. ist, dann gibt es das Ding garantiert irgendwie, glaube ich, noch vor Weihnachten. Ja, man muss einfach geduldig sein und ich kenne das selber, wenn du unbedingt etwas haben willst, dann ist dir eigentlich der Preis scheißegal. Aber eben, wie gesagt, Freunde, ja, ich würde es definitiv nicht machen. Und ja, das jetzt mal soweit für das Erste und schauen wir mal, was nachher beim Mediamarkt abgeht und wir sehen uns dann dort. So, die Einfahrt zum Mediamarkt. Gleich bin ich da. Ich kann es kaum aushalten, die Spannung. Oh mein Gott, so viele Autos. Oh mein Gott. Oh mein Gott, so viele Autos. Schaut es euch an. Nein, natürlich ist das nicht nur ein Mediamarkt, sondern es ist auch gleichzeitig ein Einkaufscenter. Also. Ja, Freunde, 5 Minuten vor 9. Mediamarkt macht um 9 Uhr auf und ja, mal schauen, wie viele Leute schon warten, ob es Tumulte gibt. Man weiß es nicht. Thank you.
Ja, ihr habt es ja selber gesehen, man bekommt SNS Classic Mini, aber viel sind es nicht, die man in freier Wildbahn erjagen kann. Ja, vom Andrang her, ich habe es mir eigentlich chaotischer vorgestellt. Gut, es gab den einen oder anderen, der vor mir weggerannt ist, aber vielleicht lag es ja an mir, man weiß es nicht. Und wie gesagt, es gibt noch welche, aber der Mediamarkt-Mitarbeiter hat mir auch gesagt, Sie hier im Mediamarkt in Singen haben 30 Stück bekommen, also das ist die komplette Lieferung, 30 Stück, und da ging dann die ganze Vorbestellergeschichte ab. Und das, was ihr jetzt gesehen habt, das war der Rest, das er bekommen hat. Und auf meine Frage hin, wann er wieder welche bekommt, hat er gesagt, weiß er nicht. Er weiß aber, dass bis Weihnachten wieder eine Lieferung kommen soll und da dann einfach mehr. Aber wie gesagt, wann, das konnte er nicht sagen. Ja, an all da draußen, an all euch da draußen, die eine bekommen habt, Däumchen nach oben. Ja, ich hoffe, dieses kleine Spontan-Video hat euch gefallen. Ich werde jetzt in die Arbeit fahren. Ja, Vorteil, wenn man irgendwie Teamleiter ist. Freunde, danach kommen wir mal später. Und ja, wir sehen uns am Wochenende wieder bei meinen Neuzugängen-Videos. Wird ein bisschen ein anderes Neuzugängen-Video geben, nämlich, ja, ich bin ein bisschen genervt, frustriert von dem, was momentan auf dem Retromarkt abgeht, sprich von Preisen und von Zusagen und Absagen und Nichtlieferungen von einigen Leuten. Und ja, ich möchte einfach mal so meinen Frust kundtun, auch so über Mails, die mich erreicht haben, wo ich, ja, ich habe mir ein paar Videos vorher gesagt, dass ich insgesamt 3 SNES Classic Mini bestellt habe, und es sind dann ein paar E-Mails gekommen, die ich, ja, nicht so knorke gefunden habe, weil, ja, es wurde mir da vorgeworfen, dass ich irgendwie ja, ein verdammter Reseller bin und Geld machen will und ja, auf so einem Retro-Kanal scheiße ich und. Aber wie gesagt, das kommt dann im nächsten Neuzugänge-Video. Und ja, das war's von mir. Bleibt mir treu oder bleibt mir gut gewogen, wie man in der alten Sprache sagen möchte. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einfach ein Däumchen nach oben da. Ich sehe euch. Euer Tom.